Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, vielleicht geht es Ihnen ja ein bisschen wie mir. Das Jahr 2022 ist wie im Flug vergangen, aber ich habe viele gute Erinnerungen daran. Beispielsweise, dass wir uns im Sommer draußen treffen konnten und miteinander feiern konnten. Die Kanu-WM ist sicher für mich eins der Highlights im Jahr 2022. Nicht nur, dass wir die sportlichen Erfolge unserer Kanutinnen und Kanuten feiern konnten, sondern Augsburg hat eine tolle internationale Visitenkarte in die ganze Welt gestrahlt. Selbstverständlichkeit, das ist etwas, was mir in diesem Jahr sehr oft aufgegangen ist, dass vieles eben nicht selbstverständlich ist. Ganz besonders war das natürlich bei der Eröffnung von unserem Augsburger Christkindlesmarkt für mich der Fall. Das erste Mal in meiner Amtszeit durfte ich diese Eröffnung durchführen und da ist mir auch wieder sehr bewusst geworden, wie sehr mir das alles gefehlt hat in den vergangenen zwei Jahren. Glühweinduft und Bratwurstsemmel, gebrannte Mandeln und Freunde an der Pyramide treffen. Ich hoffe, dass Sie in den letzten Wochen und Monaten viel gemacht haben, um diese fehlenden Selbstverständlichkeiten der letzten Jahre aufzuholen. Und ich wünsche Ihnen vor allem auch jetzt für das bevorstehende Weihnachtsfest, dass Sie im Kreise Ihrer Lieben, der Menschen, mit denen Sie auch gerne feiern möchten, ob es die Familie sind oder ob es die Freunde sind, dass Sie dieses Weihnachten auch richtig genießen können. Gesegnete Feiertage!